Hallo liebe Minecraft-Freunde, da sind wir wieder. Und was haben wir vor? Ja, was habe ich vor? Muss ich mal kurz überlegen. Genau, ein bisschen Material zusammensammeln. So und sowas immer braucht. Ja. Und Glas haben wir glaube ich nicht. Dann werden wir auch mal wegpacken. Ja. Steine da. Und da auch mal wieder alles sortieren. So, was brauchen wir? Wir brauchen Material. Eine Eisenhacke, eine Diamanthacke. Wir brauchen ein paar Schaufeln. Und zwar ein paar gute Schaufeln. Ich muss ein paar Diamanten opfern. Noch ein paar mehr. Sagen wir mal ein oder zwei Schaufeln. Ich glaube, ich brauche zwei Schaufeln. Ja, jetzt fragt ihr, wozu das denn? Ja, für einen Kanal, und zwar möchte ich, dass man mit dem Schiff, das wir ja jetzt endlich haben, das war auch eine ganz normale, also wunderbar. Ich glaube, was anderes brauchen wir nicht. Ja, wir werden noch mal eine Axt auch noch mal mitnehmen. Können natürlich auch die wieder fit machen. Gucken wir mal, was das kostet. Wollen wir eh eine 28 Punkte in der Hand. Das wird, glaube ich, reichen. Sack. 1, 2, 3, kostet 8. Machen wir doch. So, das sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Haben wir irgendwas im Sacke? Nein. Erde sollten wir vielleicht noch ein bisschen mitnehmen. Vorsichtshalber. Wollen wir so einmal auffüllen, dass wir 64 haben. Ja, das müsste dann noch reichen. Da haben wir noch Schwarzpulver und ein anderes Gedöns. Schmeißen wir erstmal da rein, obwohl es da nicht reingehört. Dann noch die Blätter und noch das rohe Schweinchen. Rohes Schweinefleisch, da können wir das Hühnerfleisch rausnehmen. Hühnchen raus. Rohes Rindfleisch rein. Und alles reinschmeißen. Obwohl gebratene Hühnchen so zur Weihnachtszeit, das ist ja. Würden wir eine Gans lieber wäre, aber eine Gans haben wir hier nicht. Wir haben aber dank More Creatures haben wir Truthähne, also Pute. So schön immer so trocken, meistens ich sag mal meistens trocken. Ja, was haben wir noch? Da haben wir noch ein paar Treppenteile. Wo ist denn jetzt mein da Holzgedöns rein? Da das haben wir, jetzt haben wir noch ein paar Truhen dabei. Holz haben wir noch ein bisschen so was schon. Eine Holzhacke. Was soll denn mit einer verdammten Holzhacke? Wo die wohl gefunden haben. So. Wie sieht meine Rüstung aus? 150 noch, 149, 230, 84. Geht noch.
paar, ich schau mich mal um. Noch ein paar Eimer da, ja. Noch mal drei leere Eimer mit. Wollen wir vielleicht auch Wasser brauchen? Also nicht zum Trinken, sondern zum Bauen. Tja, dann machen wir uns auf den Weg. Und zwar muss ich erstmal meine beiden Gehilfen abholen. Oder meine Bodyguards, die müssen natürlich mit. Golem nicht. Wird auch nicht schlecht, einen Golem mitzunehmen, aber lassen wir es lieber sein. Entschuldigung. Hier haben wir einen. Mal die Martina. Und wo ist der Peter? Peter, lustig. Wo bist du denn? Hallo. Na, wo hast du den Peter gelassen? Nach da drüben. Ich habe doch bestimmt wieder einen Zombie oder Creeper hierher gelockt. Jetzt auch gerumst. Natürlich ist beim Haus auch was kaputt gegangen. Wir haben leider gerade keine Scheiben dabei. Deswegen gibt es eine Erdreparatur. Oh, was hier angedöhnt immer. Nur Ärger mit Personal. Die sollen sich ruhig verhalten. Und was machen sie? Sie kloppen sich hier mit irgendwelchen Tüten rum. Das reicht ja erstmal zur Reparatur. Die Jungs kaputt gegangen. Ich glaube, das habe ich selber angelegt. So, dann kommt mal beide mit. Mal schauen wir auf der Karte nach, wo wir hin müssen. Okay, das haben wir noch gar nicht alles eingelesen. Weil ich ja das neu geupdatet habe. Tja, okay. Ich hoffe mal, das wird alles neu eingelesen. Landeplatz beim Bauplatz 900 und 2 Meter. Wir müssen ja sowieso in diese Richtung. Bett habe ich natürlich nicht mitgenommen. Menno. Warum sagt mir das keiner, dass ich ein Bett mitnehmen muss? Also nochmal zurück. Oder ich schau mal hier noch, wann wir ein Bett drin haben. Haben wir ein Bett drin? Nein, da ist kein Bett drin. Da ist auch kein Bett drin. Wir haben ein Bett auf dem Schiff. Sollen wir mit dem Schiff hinfahren? Nee, ich glaube nicht. Oder doch? Hier haben wir auch ein Bett. Nein, ich glaube, wir machen das lieber zu Fuß. Das Schiff wäre vielleicht hilfreich, dass man da schauen kann, ob man den Kanal breit genug gebaut hat. Aber wir machen das lieber wir machen das vom Landeplatz aus. Genau. Vom Landeplatz aus machen wir das. Also Landeplatz beim Bauplatz, von da aus ungefähr, da haben wir ja das eine Dorf, da haben wir also ein Dorf bei der Baustelle und von da aus werden wir das dann anlegen. Ich habe ein Anliegen, ich möchte etwas anlegen. Da wollte ich nicht hoch. Hier wollte ich lang. Fackel in die Hand. Da kommt wieder ein böser Mann.
Ja, schon wieder geht's in die Dunkelheit. Dann können wir nämlich erst im Dorf erstmal übernachten. Das dauert ja noch eine ganze Weile, bis wir ankommen. Und von da aus bauen wir den Kanal, damit wir immer mit dem Schiff bis fast zur Baustelle kommen. Ich denke, wir haben einiges noch zum Transportieren. Und zwar die Materialien, die wir dort nicht vorhanden haben oder die dort nicht vorhanden sind, so heißt das. Ja. Und natürlich ist es wieder so, dass diese Folge wieder später kommt. Also nicht morgens, sondern erst am Nachmittag rauskommt. Und zwar liegt es einfach daran, dass ich ein bisschen Probleme im Augenblick habe beim Aufnehmen. Irgendwas stört da und gibt es Abstürze ohne Ende. Ich weiß aber nicht, wo dran ist wie. Naja, wir haben auch gefallen. Ja, Augen auf beim Schlussverkauf. Nee, ich meine Augen auf, wenn man hier irgendwo hinläuft. Ja, hier unten haben wir noch die Zombie-Apokalypse beziehungsweise hier. Querfeld einlaufen, also es ist trotzdem besser, auch wenn es hell ist, die Fackel in die Hand zu nehmen. Weil hier gibt es manchmal dunkle Löcher. Und irgendwie möchte ich nicht alle reinfallen. Hier zum Beispiel. Nee. Boah, eine Schlucht. Eine Schlucht. Vorsicht, Schlucht. Na, einer von euch reingefallen? Nein. Habe ich ja Glück gehabt. Oder haben wir Glück gehabt? Aber wie lange habt ihr denn überhaupt noch? Wie lange geht euer Vertrag noch? 41 Tage? 43 Tage, okay. Dann gibt es keine Probleme. Ich bin auch gleich da. Landeplatz beim Bauplatz, genau. Und ich guck noch mal drauf. Follow, auch da sind wir. Genau. Da muss ich dann noch mal schauen. Wie spät haben wir es denn? Abend. Nachmittagsabend. Ja. Gefährlich. Gefährlich. Ohne Fackel würde ich nichts mehr sehen. Das muss nur ganz vorsichtig sein. Und drin ist Beleuchtung noch. Das ist der Mond. Oder ist es die Sonne, die untergeht? Ja, die Sonne geht unter. Habe ich schon ein paar Fackeln gesetzt, also hier vorsichtig sein, mir werden die ganzen Löcher markiert. Schnell in Sicherheit bringen, eine Runde Schlaf, jetzt nicht verkehrt. Da sind hier, wir haben ja auch ein Bett.
Alles im Wanderbett sollte man trotzdem dabei haben. Gute Nacht. Wessen Kopf ist das? Ach, das ist die Wand. Guten Morgen. Da sind wir wieder. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt müssen wir erstmal die richtige Stelle finden. Die Richtung, die wir schauen. Bis dahin müssen wir erstmal los. Hier haben wir nämlich Wasser. Aber noch nicht das richtige Wasser. Hier muss doch ein Fluss sein. Genau, hier ist der Fluss. Dem müssen wir folgen. So, dann können wir da unten dem Fluss folgen. Hier können wir nämlich lang fahren. Und hier können wir auch Eier werfen. Ins Wasser. Hier können wir noch weiter. Okay. Ich muss nämlich sehen, dass der Fluss breit genug ist. Hier das Schiff. Ansonsten werden wir es noch ein bisschen verbreitern, das ist auch breit genug. Ein paar Ecken reparieren. Okay. Ja, je breiter es ist, desto besser können wir auch manövrieren. Müssen wir auch schauen, dass hier nicht die Bäume irgendwie im Weg liegen. Die dann die Schifffahrt behindern. Oder sonst an der Seite hängen bleiben können. Ja, und hier ist Ente. Müssen wir mal schauen, wie es auf der anderen Seite weitergeht. Gar nicht weiter. Huhu. Wow, 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 das ist nicht so schön. Das bedeutet viel Arbeit. Mann, 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 was habe ich mir denn da gedacht dabei? Das ist eh verkehrt. Was für ein Glück. Also kann ich sagen, zum Glück ist es verkehrt. Hier so Stichkanal reinsetzen. Mann, ist das spannend. Ja, genau hier müssen wir da irgendwie so. Größer? Ja. Auf die kleinste dünnste Stelle, die wir hier haben. Wir könnten
natürlich auch weiter dorthin und dort dann noch eine schönere Stelle finden. Und dabei die großen Bäume nicht zerstören, die großen Bäume haben irgendwo. Erstmal so einen kleinen Kanal hinsetzen. Das hat die Verbindung hinbekommen. Natürlich fließt das Wasser nicht mehr weiter. Hier ist unter Wasser noch ein bisschen Wasser. Wir haben Unterwasserwasser, genau. Unterwasserwasser. Und hier haben wir auch noch Eisen. Das war ganz so nebenbei finden. Und hier haben wir schon die Verbindung. Wunderbar. So, nur hier oben das auch noch wegratzen, damit wir auch durchfahren können. Hier ist natürlich nicht zu der Stelle zu drehen, also hier drüben. Okay, wunderbar. Der Baum muss weg. So. So. Mal so, dass hier oben muss auch alles weg. Also eine ganze Menge Krempel. Deswegen war es gut, dass wir ein paar Truhen mitgenommen haben. Da haben wir nämlich zwei Möglichkeiten. Dann können wir einmal mit dem Flugschiff, das kennen wir ja schon, können wir da zu der Baustelle. Aber wir können auch mit dem normalen Schiff dann hinfahren. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Das ist ja schon das alte Lied, das man auch vor Minecraft schon kannte. Dankeschön, dass ihr wieder am Weg steht. Nur hier oben drauf. Ich will drauf. Bin ich drunter? Ich will drauf. Genau. Alles voll, alles voll, alles voll, alles voll, alles voll. Eisenerzsteine, das alles, was nicht gebraucht wird, ist alles weg. Kann ich auch nicht mit mir brauchen. Ach ja, wer arbeitet, muss auch essen. Guten Appetit. Schaufeln. Das geht alles noch schneller, muss man noch mehr aufpassen. Mal mit mehreren Schiffen hier fahren. Das ist auch mal
mal zwei nebeneinander fahren können. Dann jetzt mal eine Markierung. So. Ach. Ja, toll. Einmal durchsägen. Nimm nochmal Platz, junger Mann hier. Füße, das ist nicht gut. Oh. Martina, kannst du nicht mal ein bisschen zur Seite gehen? Na. Und ja, wenn ich jetzt auf die Toilette muss, dann liegt das daran, dass ich im Wasser schlafe. Da, da, da. Nacht vorbei. Bett wieder eingesammelt. Hier sind wir noch hier. Okay. Können wir das gleich richtig machen? Aber ich sag mal an dieser Stelle erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Bye bye.